Herzlich willkommen zu Part 43 von Let's Play The Sims VR See the World Challenge. Wir sind hier wieder zurück mit unserer riesen Family Loha, unserem halben Bauernhof, unserem wunderbaren Damon, der lieben Hope und der großartigen Crystal. Das habe ich sehr schön formuliert, findet ihr nicht? Im letzten Part hatten wir einen richtigen Feel-Good-Part, aber es war so unfassbar schön. Ich habe es sehr geliebt. Also wir haben einfach Zeit mit der Family verbracht und so ein bisschen an unseren Fähigkeiten gearbeitet und der Beziehung zu unseren Tieren gearbeitet und es war einfach nur rundum schön, fand ich. Also es war einfach so, wie gesagt, so ein richtiger Feel-Good-Part. Und ja, heute werden wir auch wieder einige aufregende Dinge erleben. Ich wollte aber noch mal ganz kurz hier am Anfang des Videos sagen, bevor ich das wieder vergesse, weil ich halt einfach Nina bin. Nochmal die Erinnerung, dass ich am Samstag, am 26.08., also diesen Samstag, von 10 bis 11 Uhr auf der Gamescom ein Meet and Greet habe. In Halle 1, ich glaube, das ist Area 2. Da werdet ihr mich treffen können, ganz offiziell. Ich bin schon ganz furchtbar aufgeregt und ich habe Lesezeichen für euch vorbereitet, als Autogrammkarten, das finde ich richtig cool und ich würde mich riesig freuen, wenn ich vielleicht ein paar von euch dort sehen würde. Deswegen sage ich das jetzt nochmal hier, bevor ich das wieder vergesse. Und ansonsten bin ich froh, dass ich dieses Video jetzt aufnehmen kann, weil Sims die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Aber jetzt geht's wieder und wir sind alle froh. Deswegen starten wir jetzt einfach direkt ins Video rein. Wir haben eine Menge noch zu tun, bevor unser Weg weitergeht in die nächste Stadt. Aber wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, noch 6 Tage hier in Chestnut Ridge und die wollen wir genießen. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Part. Let's go! Diesen Anblick hatten wir schon lange nicht mehr. Einen halbnackten, beziehungsweise er ist nackt. Einen nackten Damon. Wir sehen seine Brust und sein Lächeln und freuen uns sehr darüber. Also hier sehen wir unseren Damon, der gerade ein Schaumbad nimmt. Ich weiß nicht ganz genau, warum er sich dazu entschieden hat, aber das war wahrscheinlich erst so voller Endorphine von diesem tollen letzten Tag, den er verbracht hat. Und wir haben ja auch, wie gesagt, jede Menge geschafft im letzten Part. Und mein Mückenstich juckt. Ich sollte nicht jucken, aber ich kann nicht aufhören. Okay, unsere kleine Hope liegt noch im Bett und schläft ganz friedlich und unsere große Crystal natürlich auch. Unser Sully ist on the run. Ihr habt mir übrigens geschrieben, dass man mit seiner Scheiße richtig viel Geld verdienen kann. Das werden wir natürlich austesten, also ja, das kommt coming soon sozusagen. Und wir haben ja hier unten seine Man Cave, wo er im letzten Part dann ja angefangen hat, das machst nicht du, das Buch auch zu schreiben, also sowohl für den Kunden als auch das Buch für Chestnut Ridge. Also wir schreiben ja über jede Stadt ein Buch. Das haben wir auch schon angefangen und zwar ist es hier zu finden und ich würde sagen, wir machen mal Get Your Shit dann zu Ende, damit wir dann wieder Geld haben, weil ihr seht, es ist gerade ein bisschen, wir sind knapp bei Kasse, wenn man das so nennen kann. Wir haben ja beim letzten Mal auch noch den Zaun platziert, also wir haben ja jetzt rundum einmal einen Zaun und ihr habt mir auch geschrieben, Nina, mach doch einfach den Zaun bei dem Gehege sozusagen weg und da habt ihr absolut recht. Also das sind Dinge, auf die komme ich einfach nicht. Beziehungsweise vielleicht machen wir, ich habe gerade überlegt, ob wir daraus ein Shelter machen, also so ein richtiges Haus. Aber ich glaube, das ist unnötig, wenn wir dafür jetzt Geld ausgeben. Aber wisst ihr was, wir machen wenigstens, also wir können uns das ja nicht leisten. Ich vergaß. Ich wollte mich wenigstens hier hinten die Wand hinziehen. Und dann die hier vorne vielleicht weg. Pass auf. Weil guck mal, da kriegen wir so viel Geld. Aber ist auch ein bisschen cool. Warte mal ganz kurz. Vielleicht machen wir nicht alles weg, sondern nur so. Und dass wir dann hier hinten... Nein? Okay, ja, wir haben ja auch nur 100 Simoleons. Ich dachte, es wäre vielleicht schön, wenn wir dann hier hinten so eine Wand machen. Ich weiß, dass das unnötig ist, aber das ist doch dann viel gemütlicher für unsere Tiere, oder? Weil die sollen ja auch einen sicheren Unterstand haben. Guck mal, eine Wand können wir uns noch leisten. Und dann, oh, ups, Hilfe. Wenn Damon sein Buch da fertig geschrieben hat, dann können wir das bestimmt komplett machen. Super Sache, Nina. Ich weiß, ich wollte bestimmt wieder andere Sachen kaufen. Übrigens, warum gehst du jetzt an diesen Computer? Bro. Du sollst hier runtergehen. Hä? Get your shit done. I believe I... Was machst du da? Hä? Warum macht er das jetzt da einfach? Wisst ihr was? Ich stelle hier heute nichts mehr in Frage. Ich bin froh, dass mein Spiel läuft. Wenn Damon jetzt an diesem PC das schreiben möchte, schreib's an dem PC. Wenn du jetzt ein Vampir sein möchtest, sei ein Vampir. Mir ist alles egal. Sully, möchtest du heute eine Katze sein? Sei eine Katze. Das ist gar kein Problem für mich. Hauptsache, ich kann hier aufnehmen. Oh, oh. Das hat ja eine Deadline. Das habe ich ja völlig vergessen. Wann? Oh nein. Ja, Damon, dann jetzt mal Rambazamba. Ist das denn auch das, was du gerade schreibst? Damon, ich raste aus. Was machst du da? Machst du das, was ich dir sage? Also, was ich dir gesagt habe, warte mal. Ich habe ein bisschen Sorge, dass er einfach irgendwas anderes macht. Du gehst jetzt mal genau hierhin. So, dankeschön. Oh, oh.
Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass wir es nicht zeitlich schaffen. Oh no, ich habe immer so gedacht, oh Mann, man hat ja voll viel Zeit. Wow. Gut, also ich glaube, das wird nichts. Jetzt ist Hope auch noch wach. Oh mein Gott, Hope geht direkt zu Crystal. Das ist sehr süß. Okay, Crystal. Dein Bruder ist am Arbeiten, auch wenn es nicht erfolgreich sein wird. Er ist trotzdem am Arbeiten, deswegen musst du dich jetzt um die kleine Maus kümmern. Sie muss nämlich dringend beigebracht bekommen, wie man aufs Töpfchen geht. Oh, unsere Früchte sind gewachsen. Deswegen geh mit ihr jetzt zum Töpfchen und bring ihr bei, wie man aufs Töpfchen. Tu es. Warum wollen die jetzt heute wieder nicht tun, was ich ihnen sage? Dankeschön. Damon ist jetzt schon wieder maximal gestresst. Ich bin's auch, Damon. Ich bin ehrlich, ich bin's auch, weil du mich hier an der Nase rumgeführt hast. Wisst ihr, was ich auch voll krass finde? Ich habe die Tage, als ich ein Thumbnail aufgenommen habe, habe ich dann erstmal so gemerkt, wie viele Ängste Damon eigentlich hat. Also wovor er alles Angst hat, das ist voll krass. Also tut mir auch irgendwie ein bisschen leid für ihn. Und ich hoffe, dass er am Ende seines Lebens alle seine Ängste irgendwie beiseite legen konnte, und alles so bekämpfen konnte quasi. Und ja, er einfach zu sich selbst findet. Ich meine, er ist ja auf einem guten Weg dahin, ne? Er hat ja schon eine sehr, sehr positive Entwicklung gemacht. Und Crystal und Hopi sind jetzt hier auf dem Klöchen. Gleich müssen wir uns natürlich um Sully kümmern, aber Sully dreht hier schon ganz fröhlich seine Runden. Ihm geht's auch einfach ausgezeichnet. Ihm geht's einfach fantastisch. Leute, ich bin auch ehrlich, ich bereue es schon ein bisschen, dass ich ein Seniorenpferd geholt habe, weil ich habe jetzt schon Angst vor dem Tag, wo er stirbt. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, ne? Das ist nicht not today. Wir gehen nämlich gleich einfach mal zu ihm und lieben ihn ein bisschen. Auch wenn wir stinken, aber das stört unser Pferd ja nicht. Der Kunde von Damon ist wütend, weil er bis zur Deadline des Auftrags kein einziges Ziel erfüllt hat. Aufgrund seiner Nachlässigkeit ist seine Jobleistung deutlich gesunken. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Ja, gut. Wenigstens schreibt er das Buch. Ich meine, das können wir ja trotzdem, naja, eigentlich auch nicht veröffentlichen, ne? Weil wir haben ja eigentlich unsere Regel, dass wir die Bücher nicht veröffentlichen. Aber andererseits könnten wir die ja jetzt auch langsam mal veröffentlichen. Ich weiß auch nicht, Leute. Level 2 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Hope kann jetzt das Töpfchen benutzen. Yay! Sehr gut, Hopi. Oh, Crystal hat ihre Outdoor-Kleidung an. Wow! Kacke! Da ist Kacke, Leute. Da ist Kacke. Okay, let's go. Ist das, was hängt da raus? Heu. Okay. Muss ich das jetzt einfach. Was mache ich damit? 15 Simoleons, ihr habt gesagt, es ist viel wert. Wahrscheinlich mache ich es wieder falsch, ne? Pferdemist einsammeln. Naja, 15 Simoleons haben oder nicht haben, ne? Wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht. Kommt, schreit mich an in den Kommentaren. Schreit mich an, sagt mir Nina falsch! Ja, Sally, du findest auch, dass ich wie eine Spinne stinke. Finde ich auch. Kannst du mal ganz kurz hier einmal bitte aufsteigen? Weil wir müssen jetzt eine Runde miteinander arbeiten. Dafür ziehen wir natürlich auch unser tolles Outfit an, wie immer. Und ich hoffe, sie stirbt nicht vor Kälte. Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht und Damon hat das Buch fertig geschrieben. Sehr nice. Bringt uns zwar jetzt nicht so viel in dem Moment, aber es ist immerhin ausgezeichnet. Gut, schreibt mir mal in die Kommentare, ob wir jetzt mittlerweile so weit sind, dass wir sagen, wir können die Bücher veröffentlichen und sagen, das wäre halt vielleicht irgendwie so unter einem, wie nennt man das nochmal? Ein Pseudonym, natürlich, wusste ich, ganz klar, dass wir das unter einem Pseudonym veröffentlichen und halt keiner weiß, dass es von Damon ist. Und ich meine, mittlerweile wissen die ja auch, wo wir schon bisher gewesen sind. Die wissen, dass wir in Solani waren, die wissen, dass wir in Strangerville waren, die wissen, dass wir in Evergreen Harbor waren. Und deswegen ist es ja eigentlich, also wenn ich die sage, meine ich natürlich die Bösen. Deswegen können wir ja eigentlich die Bücher jetzt auch veröffentlichen. Also selbst wenn man dann herausfindet, dass dieses Pseudonym Damon ist, ist ja dann nichts Neues sozusagen. Deswegen schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob wir die Bücher jetzt veröffentlichen sollen, weil ich es eigentlich ziemlich cool fände, wenn er ja damit jetzt irgendwie noch so seine Anerkennung bekommen würde. Aber damit wir jetzt auch wirklich Geld verdienen, muss er jetzt trotzdem nochmal einen Auftrag annehmen. Ich meine, Hope ist zwar jetzt gerade unbeaufsichtigt, aber sie ist ja, ne, glücklich hier mit ihren Puppen. Okay, und jetzt machen wir einen Ausritt? Oder, nee, wir üben, glaube ich, nochmal springen. Nee, das ist kaputt, ne? Dann gehen wir an das andere hier. Dann gehen wir doch einmal hier hin. Okay, was machen wir? Ich würde sagen, einfach was Einfaches. Korrekturlesen von Online-Zuschriften. Weil nochmal so ein Buch schreiben, also das dauert mir zu lang. Boah, es gibt so coole Sachen hier. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal Korrekturlesen von Online-Zuschriften. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Let's go, Damon. Ja, und statt zu arbeiten, möchte er jetzt lieber mit seiner Tochter was machen. Kann ich auch verstehen. Be sweet. Will er sie einfach nur beobachten? Er will sie einfach nur beobachten. Ach, schön, Damon. Du Sweetie. Du gibst dir wirklich Mühe, ne? Oh Gott, ist das süß.
sie wird dir eines Tages so dankbar sein. Nochmal wegen des Planschbeckens. Also viele hatten geschrieben, dass sie es cool fänden, aber wir müssen natürlich gerade enorm auf unser Geld achten. Und habt ihr gesagt, ja, sie hat ja jetzt gerade den Teich. Deswegen werden wir das wahrscheinlich eher nicht machen. Und wenn wir dann eben in Hanford und Bagley sind, dann können wir ja da gucken, dass wir da auch irgendwie vielleicht einen Teich haben. Oder da können wir dann ja auch mit ihr in dem Fluss immer schwimmen und so weiter. Ich weiß noch nicht genau, auf welches Grundstück wir gehen. Ihr könnt mir ja jetzt schon mal schreiben, welches Grundstück ihr gerne sehen würdet, weil ich möchte natürlich eigentlich nicht auf die gleichen Grundstücke gehen, wo ich in der Disney Legacy schon war, also das ganz oben und auch das, wo Dorney dann zuletzt gewohnt hat. Ich fände eigentlich das im Wald ziemlich cool, das, was Crystal halt auch kennt, das Grundstück. Aber ja, wenn ihr da einen anderen Vorschlag habt, könnt ihr mir das auch sehr, sehr gerne schreiben. Ups. Ja, vielleicht müssen wir dann doch jetzt mal unsere Outdoor-Kleidung, oder wartet mal, wait! Wir geben ihr noch eine Outdoor-Reitkleidung, damit sie auch eine Outdoor-Kleidung hat, die trotzdem aussieht wie eine Reitkleidung. Weil das ist jetzt gerade nämlich zu kalt. Deswegen gehen wir einmal auf die Outdoor-Kleidung und geben ihr dann da noch ein zweites Outfit, dass sie dann da vielleicht einfach eine Reithose anhat. Ich weiß natürlich jetzt nur nicht, wo die Reithose ist. Where is the Reithose? Oh mein Gott, das sieht ja so cool aus. Ach, das ist sogar vom Feather Ranch Pack. Ja, perfekt. Dann können wir das nämlich so anziehen. Vielleicht noch mit anderen Schuhen. Ja, das sieht ja leider ein bisschen scheiße aus oben an der Hose. Aber wir machen das jetzt trotzdem so. Dann braucht sie natürlich noch ihren tollen Hut. Wow, du Cowgirl. Ja. Wo ist unser Pferd? Ah, da. Oh mein Gott, cool. Chris. Warum nicht? Ich weiß, du hast Hunger und hast dein Leben wie immer und stinkst ein bisschen. Aber ich möchte, dass du weiter daran noch arbeitest. Wir sind ja nämlich noch nicht so weit. Ich glaube, wir sind jetzt bei 4, ne? Yes. Deswegen, es gibt eine Menge zu tun. Und Sally hat Level 2 der Sprungfähigkeit erreicht. Nice. Sehr gut. Damon schrubbt hier die Solarpaneele sauber. Es ist wieder mal ein guter Tag in Chestnut Ridge. Er hat gerade auch alles geerntet. Wir haben jetzt schon wieder so viele Sachen. Und unsere kleine Maus ist immer noch dabei, mit den Puppen zu spielen. Dann kann er ja nochmal ganz kurz runtergehen und vielleicht nochmal einen Nektar herstellen. Dann wird er nochmal einen Traubennektar herstellen, denn davon haben wir jetzt schon eine Menge. Ich guck mal, ob da jetzt vielleicht schon was gereift ist. Ihr habt mir aber gesagt, dass das, glaube ich, bis zu 8 Tage oder so dauert. Es ist auf jeden Fall schon mal leicht gereift, was sehr cool ist. Das ist wirklich viel wert, ne? Also ich will gar nicht wissen, was dann die Sachen guter Qualität wert sind. Also echt cool. Aber die Reitfähigkeit ist echt mühsam, ne? Also es dauert schon lange, bis man da voranschreitet, aber das ist ja auch okay. Reiten ist ja auch nicht einfach. Was hat sie? Ach, die Maus, sie ist noch müde. Ja, dann mach einen kleinen Babyschlaf, das ist okay. Ach, du bist schon fertig, Damon. Wow, du bist einfach eine Rakete. Welche Qualität? Schlecht. Yay! Wow, Sally ist Level 3 der Sprungfähigkeit. Also das geht wirklich rucki-zucki. Das liegt ihm anscheinend im Blut. Das ist das Gruseligste, was ich je gesehen habe. What are you doing? Das ist irgendwie nicht... Okay, naja. Wir haben immerhin jetzt gerade wieder 77 Simoleons mit Dingen, die man einfach so nebenbei machen kann. Das ist einfach schön. Das freut mich wirklich. Guck mal, unser Präriegras ist nämlich auch wieder gewachsen. Deswegen können wir das dann auch wieder ernten. Da gibt es ja auch manchmal irgendwelche Sachen dazwischen. Das machen wir natürlich dann auch. Und ich glaube, Crystal hat genug. Also, es ist nur so ein Gefühl. Aber ich glaube, sie hat keinen Bock mehr. Deswegen darf sie natürlich jetzt gerne nach Hause gehen und eine Runde reiten. Crystal, ich verspreche dir, du musst nicht mehr reiten. Eine Runde duschen, meine ich natürlich. Nimm eine dampfende Dusche. Und Damon hat Pferdemist gefunden. Das ist doch auch schön. Da hat Sally mal richtig schön in das Präriegras gekackt. Hör mal, er hat Spinat gefunden. Was mir auch gerade noch einfällt, wir müssen natürlich jetzt dringend auch noch die Sachen anpflanzen, die wir für den Drink brauchen, damit die dann auch gewachsen sind. Dafür brauchen wir, glaube ich, Knoblauch, dann natürlich die Plasmafrucht und Wolfsbann. Woher kriege ich denn Wolfsbann? Vielleicht aus Forgotten Hollow. Also da wachsen ja random Pflanzen. Es wächst tatsächlich in Forgotten Hollow. Und man kann Samenpakete davon kaufen. Dann lass uns das doch mal eben anschauen. Weil sonst müssen wir eine Nacht- und Nebelaktion machen und müssen nach Forgotten Hollow. Was ich auch ganz cool fände, aber es ist doch mit sehr viel Risiko verbunden. Deswegen schauen wir vielleicht erstmal die sichere Variante. Warte mal, wir gehen mal hier rüber und schauen uns das hier an. Also, magische Pflanzen für Einsteiger. Oder müssen wir das am PC bestellen? Wait.
Warte mal, ist das Eisenhut? Okay, wir sind ganz kurz zur Bar gedüst, um uns ganz sicher zu sein, was wir genau brauchen. Weil im Internet ist alles ein bisschen verwirrt. Wir wollen einen ultimativen Vampir-Heiltrank. Ich habe nicht genug Geld. Ich will nicht genug Geld! Ich will die Sachen dafür haben. Okay, so, ich musste uns kurz Geld cheaten, damit ich das sehen kann. Also, seht ihr? Das ist nämlich Eisenhut. Ich habe eine Seite gefunden, da stand, ja, wie ihr diesen Sims 4-Trank macht. Das war einfach Copy and Paste von der englischen Seite, weil das wurde nämlich mit Wolfsbann übersetzt. Ich wusste, das gibt es doch gar nicht in Sims 4. Es ist nämlich der Eisenhut. Das heißt, wir müssen Eisenhutsamen kaufen und die Knoblauchsamen, das ist ja eigentlich easy. Ja, dann let's go. Aber erstmal müssen wir uns ganz kurz das Geld wieder wegnehmen. Schön war es gewesen. Okay, junge Dame, war schön, dich zu sehen. Wir gehen wieder. Tschüss. Wer bist du? Jay Robles. Hallo, Jay. Wie schön. Dann lass uns mal unser Geld für Dinge ausgeben, die überlebenswichtig sind. Und das ist witzig, weil es ist ja eigentlich nicht überlebenswichtig, weil Damon ist ja unsterblich und macht sich damit sterblich. Das ist witzig, wisst ihr? Irgendwann werdet ihr das verstehen, dass es witzig ist. Und Kian steht vor unserer Tür. Kian, haben wir dir nicht mal gesagt, dass es gefährlich ist, wenn du immer einfach auftauchst? Ich hatte ja gesagt, dass Leo mal zu einem Übernachtungsbesuch kommen kann. Sweet. Ja, warte mal. Leo ist mitgekommen mit Damon. Er kommt jetzt hier hin. Beziehungsweise Kian hat erstmal die Lage abgecheckt und erstmal geguckt, ob sie hier sicher sind. So machen wir das. Du gehst jetzt einmal ganz kurz zu ihm hin. Ich weiß, hier geht super schlecht. Wir kümmern uns sofort um dich. Werden ihn einmal hereinbitten. Komm, let's go. Damon hat gerade keine Zeit. Damon muss nämlich Samen kaufen. Einmal Samen. Nee, falsch. Vampirgeheimnisse. Eisenhutsamen. Ah, es ist ein Paket. Das heißt, es sind mehrere, ne? Es kostet 250 Simoleons. Oh nein. Und die Frage ist, woher kriege ich den Knoblauch? Knoblauch! Wow! Die können wir uns auch nicht kaufen. Das heißt, wir brauchen 350 Simoleons, um das alles zu kaufen. Damon, ich weiß, du würdest dich jetzt gerne mit deinem Bruder unterhalten, aber du musst... Warte, was musst du? Dokumente bearbeiten. Let's go. Und Christy kümmert sich um euren Bruder. Einmal stinkig umarmen und er sagt, oh mein Gott, Christy, wow, ihr habt einen Pferd? Und wo ist die kleine Hope? Ich würde sie gern sehen. Ich meine, immerhin ist sie meine Nichte. Ich glaube, sie liegt in ihrem Bett und sie stinkt und hat Hunger. Oh mein Gott, jetzt kriegt der Kian natürlich hier den besten Eindruck. Ich wollte sowieso gleich was zu essen machen. Also, wenn du willst, kannst du zum Essen bleiben. Naja, also eigentlich wollte ich... Ich bin ehrlich, Crystal. Ich wollte gucken, wie es euch geht und ob Leo wirklich vorbeikommen kann oder ob die Situation es gerade nicht zulässt. Aber wie es aussieht, geht es euch ziemlich gut. Habe ich recht? Und Christa sagt, ja, soweit ist gerade alles in Ordnung. Ich meine, das Geld ist wie immer knapp, aber wir fühlen uns hier sehr wohl. Und Chestnut Ridge ist eine gute Bleibe, vor allem für Hope, dass sie hier aufwachsen kann in Sicherheit. Wir hatten ein kleines Problem mit Anaru, die Mom von Kalia. Sie kam plötzlich und sagte, dass es sicherer wäre, wenn sie bei uns bei ihr aufwächst und so weiter und so fort. Naja, ich bin mir sicher, das war noch nicht alles. Vielleicht kann Hope ja mal zu Kian hingehen. Geh mal zu Kian. Und triff ihn mal. Sag deinem Onkel Hallo. Süß. Nicht weinen. Nicht weinen. Alles ist gut. Das ist dein Onkel. Oh, sweet. Warte, was hat sie denn da jetzt? Fremde Gefahr. Nee, nee. Oh, guck mal, wie süß. Die haben sich direkt voll angefreundet. Das ist dein Onkel. Und ihr könnt ja mal zusammen ein Lied singen. Über Kürbisse oder so. Ich bin mir sicher, dass Kian ein Lied über Kürbisse kennt. Nein, ein Lied über Lamas. Okay. So, ihr geht's jetzt auch schon viel besser, nachdem sie geduscht hat. Ich verstehe das ja auch, ne? Das war ja ein anstrengender Tag. Ich habe sie direkt auf dem Pferd noch weitergeknechtet. Ich glaube, wir haben noch was im Kühlschrank. Aber es wäre ja auch irgendwie ein bisschen süß, wenn wir extra was machen, ne? So, wenn Kian schon da ist. Na komm, wir machen was. Vielleicht Mini-Hamburger? Oder regnet es gerade? Ja, schade. Sonst hätten wir grillen können. Ja, wir machen mal Veggie-Burger. Also Mini-Veggie-Burger. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, ob Kian Vegetarier ist. Aber Damon hat jetzt gleich seine Aufgabe auch hier abgeschlossen. Das ist auch schon mal sehr gut. Einfach eine Maschine. Und sie unterhält sich richtig süß mit ihrem Onkel. Ich lieb's. Red mal mit ihm über Kunst. Und dann vielleicht noch... Kannst du ihn umarmen? Oh, ist das süß. Und Damon wird angerufen. Wer ist das? Möchtest du gerne so glücklich sein wie ich? Nun, es liegt in deiner Hand. Schicke mir einfach ein Simoleon. Zögere nicht, die Glückseligkeit ist nur ein Simoleon entfernt.
Ich meine, Damon möchte sehr gerne glücklich sein. Und gerade ist es für ihn wieder alles ein bisschen schwer, weil, naja, Hope ist seine Hoffnung im Leben, obviously. Aber ansonsten hat er immer noch seine Ängste, die ihn verfolgen und die ihm im Nacken hängen, sozusagen. Komm, aus Jux und Dollerei spenden wir einfach mal ein Simoleon und lassen uns betrügen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Fühlst du dich jetzt besser? Fühlst du dich besser? Er fühlt sich besser. Süß. Und die Mini-Burger von Crystal sind fertig. Dann werden wir sie natürlich auch einmal an alle verteilen. Los, nehmt euch alle eine Portion. Ja, Crystal, du musst schon dann da weggehen auch, ne? Okay, sie nimmt sich noch eine zweite Portion. Ja, gönn dir. Oh, gut, ja, genau so hatte ich das geplant, aber ich meine, wir können ja auch durch die Wand reden. Das ist gar kein Problem für uns. Ich meine, immerhin, er ist ein Vampir, ne? Er kann ja hören, was Damon, was Kieran sagt. Ups, Damon hat sich aus Versehen auch an den Burgern bedient, musste sich natürlich direkt übergeben. Es tut mir leid, das war so nicht geplant. So, und jetzt kann er sich natürlich auch nochmal ein bisschen mit Kian unterhalten, fragt ihn mal nach seinem Tag und wird ihn fragen, wie man ein Pferd bekommt. Was? Werden mit ihm dann noch eine tiefgründige Unterhaltung führen. Okay, und Kian muss jetzt dann auch wieder los. Er wollte ja, wie gesagt, nur die Lage checken und das wird ja jetzt auch schon spät. Aber dann wird Leo demnächst vorbeikommen. Ich meine, das ist ja jetzt auch Wochenende, also er kann ja jetzt perfekt kommen. Crystal Eve ist momentan zimperlich, hat nicht die Nerven für eklige Dinge oder gruseliges Getier. Das finde ich irgendwie ein bisschen lustig, weil sie hat ja heute mit Hope das Töpfchenlernen gemacht und das fand sie natürlich eigentlich nicht so geil. Ich habe mir in der Sekunde schon gedacht, so, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich etwas, was sie eigentlich nicht so cool findet und jetzt will sie das Merkmal zimperlich bekommen und irgendwie finde ich das ein bisschen lustig. Also ich meine, eigentlich ist Crystal ja eher so badass und ne, so ein bisschen ist ihr egal, was andere so sagen und machen und so und alle für alles ready, aber irgendwie finde ich das lustig, dass sie jetzt vor neue Herausforderungen gestellt wird. Deswegen sage ich da jetzt einfach mal ja. Und wie gesagt, wir können das ja hinterher immer alles auch wieder ändern. Und sie freut sich auf Toilette über ihre neue Entdeckung. Das finde ich schön. Also ich will gar nicht wissen, woran sie. Ja, okay, ich weiß jetzt, woran sie gemerkt hat, dass sie zimperlich ist. Gut, vielleicht säubern wir die ganz kurz und dann kannst du direkt ins Bett hüpfen und dein Nickerchen machen. Jetzt wird die kleine Hopi wieder in den Schlaf gelesen. Das finde ich richtig schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Tradition. Es war einmal ein großes Sandwich oder eine Sonne. Ich kann es nicht richtig deuten. Und dann gab es dort diesen riesigen Dino und der ist gestorben, weil ein Meteorit auf die Erde gekracht ist. So, und nachdem Damon jetzt das Haus ein bisschen sauber gemacht hat, sich noch ein bisschen um Sully gekümmert hat, ich wollte gerade schon Mochi sagen, weil der Geist schwindet, wird er jetzt den Bericht fertig schreiben. Warum geht es dir nicht gut? Oh, du bist verängstigt, du no. Dann werden wir gleich mal gucken, dass wir da vielleicht einmal hochgehen können. Aber dann kriegen wir auf jeden Fall das Geld und sollten dann ja hoffentlich genug Geld haben, um uns die Samen zu kaufen. Und dann steht Damons Humanisierung fast nichts mehr im Wege. Also das ist. Das freut mich für ihn enorm. Yay! Wir haben 288 Simoleons bekommen und der Kunde war sehr zufrieden. Dann bleib direkt am PC sitzen und kauf dir ein paar Eisenhutsamen. Einmal ein Paket davon. Und dann brauchen wir noch ein Paket hiervon. Okay, das öffnen wir. Okay, es sind immer nur zwei. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil die pflanzen wir jetzt ein und dann vermehren wir die einfach. Ich hoffe, dass das zeitlich noch so passt, weil wir haben halt jetzt schon Samstag. Aber ich meine, es muss ja auch nicht jetzt an diese Stadt gebunden sein. Wir können das dann ja auch in Evergreen. Ach Mann, warum sage ich immer Evergreen Harbor in Hanford und Bagley machen? Aber wir werden die Sachen jetzt auf jeden Fall schon mal anpflanzen. Ich habe mich gerade gefragt, ob ihm das was ausmacht, dass er jetzt den Knoblauch pflanzen muss. Knoblauchirritation. Das zieht auch ganz schön an seiner Energie. Voll cool. Dann trinken mal schön. Und das ist richtig süß. Crystal und Damon haben sich jetzt hier zum Frühstück getroffen. Okay, Crystal, du musst jetzt nicht direkt wieder aufstehen. Aber ich stelle mir jetzt so vor, dass Damon ihr eben erzählt, dass er ein bisschen geforscht hat und oh, von meinem Freund, der berichtet. Und gemerkt hat, dass es für ihn eine Möglichkeit gibt, wieder zu einem Menschen zu werden. Und er möchte einfach ein normales Leben führen. Und gerade für Hope. Er ist jederzeit eine Gefahr für sie. Was ist, wenn er mal die Kontrolle verliert? Und naja, er hat jetzt eben herausgefunden, dass es diesen Trank gibt. Und Crystal sagt ihm, Damon, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ich meine, du bist dann wieder sterblich. Du weißt doch gar nicht, wie das ist, sterblich zu sein und zu essen und sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Ich meine, ja, du kannst wieder in die Sonne. Und ich meine, das ist doch das Beste, was du dir jemals
erträumen konntest. Crystal, weißt du, wie das eigentlich ist, wenn man... Und naja, deswegen habe ich jetzt die Zutaten angepflanzt und ich hoffe, es wird in den nächsten Tagen was. Aber die ersten Sprossen sind schon da und wir müssen da jetzt einfach nur ganz viel Liebe reinstecken. Und ich würde mich freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Ich weiß, ich bin eine Menge unterwegs und kümmere mich um mich selbst, aber du machst das super mit Hope und ich hoffe, ich falle dir nicht zur Last. Und danke, Crystal. Danke, dass du für mich da bist. Und das ist das Mindeste, was Crystal jetzt machen kann, weil ich meine, er hat auch schon viel mit ihr durchgemacht und es ist wichtig, dass er jetzt auch mal ein bisschen auf sich selber hören kann. Und ich meine, sie macht ja auch ihr eigenes Ding. Sie kümmert sich ja auch um das Pferd. Und er hat auch gesagt, hey, völlig fein, hol dir das Pferd. Natürlich hat er erst gesagt, hey, bist du bekloppt? Aber ihr wisst, was ich meine. Aber die Pflanzen scheinen wirklich schon gut zu wachsen. Das ist wirklich, wirklich cool. Dann kann er sich nämlich nochmal ganz kurz um einen Nektar kümmern, weil das dauert wirklich lange, da weitere Fähigkeiten aufzubauen. Ich meine, wir sind noch so weit zurück. Das wird schwierig. Es wird sportlich, nennen wir es mal so. Oh mein Gott. Und JD ruft an. Ich wollte gerade sagen, es wird sportlich, diese Fähigkeit noch zu perfektionieren und als, naja, Aufgabe zu nehmen, die wir hier in Chestnut Ridge erfüllen. Ich meine, in erster Linie habe ich ja gesagt, wir wollen das Reiten perfektionieren. Aber auch das wird sportlich. Jetzt ruft JD an und hat von Kian erfahren, dass es Stress mit Anaru gab und dass Anaru gesagt hat, dass Hope besser bei ihr aufwächst in Sulani und dass Anaru eben jetzt weiß, dass sie in Chestnut Ridge sind. Und JD sagt ihnen, ich will das euch nicht schon wieder offenbaren und ich glaube, ihr wisst es auch selbst, aber früher oder später müsst ihr da weg, Crystal. Ihr könnt da nicht auf ewig bleiben. Die Leute sind noch jetzt noch mehr auf euch angesetzt. Ich meine, ihr wisst vom Tod von Kalia, ihr wisst, dass sie jemanden um die Ecke gebracht haben. Ihr seid weiterhin eine potenzielle Gefahr für sie und erst recht die kleine Hope. Deswegen, früher oder später müsst ihr Chestnut Ridge verlassen. Okay, das hat sie uns gesagt und da gehen wir natürlich auch dran. Da müssen wir jetzt ganz kurz mit unserer Mom über das Satellitentelefon reden. Ist ja ganz klar. Aber es wird immer besser. Und Damon hört das Gespräch natürlich durch die dünnen Wände und sein Herz rutscht ihm schon in die Hose, weil er das natürlich weiß. Er weiß, dass sie Chestnut Ridge irgendwann verlassen müssen. Aber er fühlt sich hier so sicher und er fühlt sich gut mit Hope. Und naja, es tut ihm in der Seele weh. Aber er weiß, dass es das Richtige ist. Oh mein Gott, okay. Wir sind ganz kurz vor dem dritten Fähigkeitspunkt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt hier nochmal zweimal Nektar hergestellt in normaler Qualität. Das hört sich doch gut an. Oh, jetzt ist voll. Gut, dann lassen wir es erstmal im Inventar und können uns dann vielleicht wann anders noch einholen. Aber ich werde jetzt erstmal diesen Part beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass euch diese Storyline gefällt. Falls ihr noch Ideen und Vorschläge habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Mir macht sehr, sehr viel Spaß und ich bin sehr gespannt, wo die Geschichte noch hinführen wird. Ich finde es richtig cool, dass wir irgendwie immer wieder einen Anhaltspunkt haben, weswegen wir unbedingt die Stadt verlassen müssen. Das ist einfach so cool und macht für mich dann halt auch viel mehr Sinn, als einfach zu sagen, wir ziehen schon wieder um und wir ziehen schon wieder um. Und ich finde es einfach so geil. Ich liebe dieses Let's Play wirklich, wirklich sehr und es freut mich so, dass es auch bei euch so gut ankommt, dass ihr da so viel Spaß dran habt, dass wir auch so viele neue Dinge ausprobieren. Und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf Hanford und Bagley. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt immer so ein Problem mit habe, aber naja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder sehr drauf, dort mit Damon und den anderen zu spielen. Wie gesagt, alle eure Story-Vorschläge ab in die Kommentare damit. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.